Hallo! Willkommen zurück zu Spentaios. Hä? Ach nö, du bist raus. Ach nee. Alles gut, ich join nach. Du darfst hier nicht raustappen, sonst bist du direkt raus. Ist ganz gut, dass du direkt natürlich den Jeep ausgewählt hast. Maybe? Ja. Du hast den Jeep ausgewählt. Nee, ich bin im LKW. Das bin ich auch im LKW. Lass mal die Zusatzbeleuchtung dran, ist wichtig. Aber nehmen wir ihn mit. Nehmen wir wieder hier so unser tolles Gespann, wie beim letzten Mal. Ja genau, ich fahre mit den Werkstattpunkten. Die sind ja schon dran. Genau, ich nehme den... Oh, der hat Tankwagen? Sogar Allrad. Mehrzweckanhänger, ne? Da brauche ich aber noch einen... Weiß ich nicht, was ist jetzt... Sind die Standardräder oder die Straßenräder? Ja, Straßenräder lasse ich weg. Warte mal, wo müssen wir denn eigentlich hin? Nein. Ja, lass mal hier zu der anderen Werkstatt da, wo auch der alte, der andere Truck ist. Wo ist sie denn? Ach, da drüben. Über diese Seipertin. Wir fahren über die Straße, ne? Ja, über diese Seipertin, die da, oder wie die Dinger heißen. Direkt zur Werkstatt. Jo. Gut, dann mache ich doch die Straßenräder dran. Wenn wir über die Straße fahren. Ach, du nimmst jetzt gar nichts mit. Hä, ich hab doch den Anhänger hinten dran. Ja, der war eben bei mir noch unsichtbar und ganz klein. Ich nehm gar nichts mit, Mikey. Das Problem ist, wir haben ja kein nichts zum Tanken. Ja, ist es dann sinnvoll, dass ich das Ding überhaupt mitnehme? Ja, weil bis zur nächsten Werkstatt? Ne, es macht ja keinen Sinn. Wir haben ja hier nichts zum Auftanken. Dann nimm lieber so einen Reparaturanhänger mit, dass du nur Reparaturpunkte hast. Wo ist denn das Ding? Ich weiß gar nicht, ob es so einen Anhänger überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob du den ranmachen kannst. Warte mal, ich hab... Hier, Werkstatt... Ach nee, Werkstatt Ladefläche. Ich hab 100 Reparaturpunkte bei. Ah, und dann kannst du ja auch noch einen Anhänger ranmachen, glaube ich, auch mit Reparaturpunkten, oder? Ja, mache ich aber nicht. 800 werden ja aber reichen. Brauche ich noch einen Ersatz, hier, Dings? Standard, Straßenräder oder Standardräder? Also ich habe Straßenräder drauf, ich nehm Standard, weil wir ich nehm über Standard. Die Straße fahren. Ja, aber... So, Manni, jetzt mach hin, das Oettinger wird warm. Der Anhänger... Ja, Gönni, ich bin ja unterwegs, bin ich hier. Der Anhänger ist ungekühlt, Manni. Vorsicht, hier ist der Brücke nicht runterfallen, Manni. Gönni, bin ich jemals von der Brücke runtergefallen, Gönni? Ja, Manni, nicht von der Brücke, aber von anderen Sachen. Einfach so Gönni, von die Gerda erzählt nicht. Einfach so von der Straße. Guck mal, wie guck mal, hier durchkommt, Gönni. Oh, Manni, guck dir mal du bist doch Gönni. Manni, ja, stimmt, Manni. Guck dir mal diese Aussicht an. Ist das nicht geil? Manni, oh, ich sehe nur Nebel, Gönni. Manni, pass auf, dass du hier nicht... Wobei, ich meinte, das wäre eine geile Abkürzung, ne? Stopp! Ich will aber die... Gönni! Nein! Manni! Ich hab die Handbremse drin, aber mein LKW bremst nicht. Gönni, den Rückwärtsgang. Manni! Oh Gott! Gönni! Manni! Ich brauche mal deine Hilfe. Ich komme ja nicht raus, Manni. Ja, Gönni. Und... Oh. Klappt doch, Gönni. Klappt doch. Mit der Winde. Versuch's einfach mit der Winde. Ja, Manni, das habe ich, aber irgendwie schafft die das nicht. Ich habe keinen anderen Windungspunkt. Manni! Gönni! Nochmal zurücksetzen, sagst du? Der einzige Weg führt nach unten. YOLO! Oh Gott! Hui! Oh! Manni, ich lebe noch. Ich sehe. Aber irgendwie ist mein Anhänger. Okay, es geht noch von der runter. Hui! Oh Manni! Was hältst du davon, uns nochmal zur Werkstatt zurückzuziehen? Nein, ich hab den Anhänger verloren, Manni. Ja, lass mal Werkstatt zurückgehen. Also ich geh zumindest zurück. So lange ja, sind wir ich weg. Kann nicht zurück, weil wenn ich jetzt zurückgehe, ist der Anhänger hier im Weg. Das Problem ist, wie kriege ich den wieder rauf? Weißt du was? Ich versuche einfach den hier runterzuschieben. Weiche, du Schelm, du Unhold, du.
Göni! Göni! Manni! Oh, scheiße Brücke, ey. Ich muss mich nochmal zurücksetzen. Manni, ich komm auch gleich. Ich muss nur kurz meinen Anhänger aus dem Weg räumen. Göni, bei der Brücke da, da musst du aufpassen, saure Stier. Bei der Brücke? Bei der Brücke, Göni. Göni, jetzt haben wir hier den Weg richtig geil verbreitert, Göni, dass wir hier nicht mehr dran vorbeikommen. Ja, Manni, wenn ich meinen Hänger so stehen lasse, dann komme ich hier nicht vorbei. Du kommst vorbei, du kannst ja durchfahren, aber ich... Ich hab Göni, ich hab's mir mal geschafft. So, jetzt werde ich ihn da runter schieben. So, du Unhold, du Schelm, du! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mit dir in die Fresse zu hauen und ich verhau ich dir auch in die Fresse. Huch. Manni, ich bin im falschen Auto plötzlich. Göni, der ist aber auch ganz aggressiv hier, der LKW. Der heult ja bei allem rum, Göni. So, Manni. Ich bin wieder im Rennen. Halt, Manni, ich hab vergessen, mir das zu markieren. Manni und Denker, nicht die Handbremse vergessen, nicht? Günni, ich wollte eh schon mal die Handbremse vergessen, Günni. Du dumme Sau, du! Günni, du hast zu viel Klaus Kinski gesehen, Günni. Manni, wer... Kann man nicht wieder im Fernsehen, als du deinen Attinger geklärt hast. Manni, wer ist denn Klaus Kinski? Kinski, Günni. Den hab ich doch nie gehört, den Namen. Günni, aber Günni. Manni! Was ist denn das hier neben mir, Günni? Manni, was? Wie liegt denn? Ja, da musste ich kurz Sperrmüll entsorgen, Manni. Günni, ich dachte, du wärst wieder im Rennen, Günni. Manni, ich brauch dich hier, ich brauch eine Reparatur. Ich hab 600 von 600 Schaden. Günni, ich komm jetzt nicht nochmal hoch. Ja, aber Manni, noch kann ich rollen. Ich Günni, roll ich einfach... Oh hoch. Nein, Manni! Günni, du musst schon runterkommen. Manni, das ist ein Problem. Ich hab Motorfehlfunktion. Oh, warte, ich... Halt, stopp! Manni, ich kann mich ja mit 100 selbst reparieren. So, Manni, jetzt habe ich zwar Feuerwerk aus... Oh Gott. Das Ding gerade zu halten, nicht, das ist die größte. Wie kommt man denn nach oben mit dem, mit der Kamera? Ach so, guck mal nach oben. Da bist du doch, guck mal, ich sehe dich doch. Hier ist alles ja, Manni, ich habe aber jetzt keinen Ersatzreifen mehr, also wenn einer platzt, nicht... Manni, ich muss hier, du fährst dann mit deinem kleinen komischen Kasten rum und ich mit meinem riesen Apparillo. Wer baut eigentlich so eine Straße, Manni? Günni, vergiss nicht die Handbremse. So. Günni, ich glaube, wir sind auf dem Rotweg, wie das aussieht, Günni. Du musst mich noch reparieren, Manni. Ach so, Günni, ja, warte, ich komme. Falsch, ich halte hier eine Predigt, ich brauche eine Reparatur und der fährt. Ich dachte, das hätte sich erledigt, Günni. Ja, Manni, ich hab... Da schuldest du mir aber Oettinger. Ja, ganzer Anhänger ist voll, Manni. Ja, dann wäre nur eine Flasche, Günni. Wenn ja, du nicht richtig schlafen kannst. Ja, wie kaputt ist, weiß ich nicht. Aber, oh. Manni, ich brauche hier schon Reparatur. Günni, ich komme mir entgegen. Ist gar kein Problem, Günni. So, Manni. Mach zu, das Oettinger wird wie gesagt warm. Aber das hat ihm ganz schön gescheppert da hinten. Da ist bestimmt keine Flasche mehr heil. Ja, Günni, lässt du mich aus, Freunde? Manni, Manni, ich hab meinen Anhänger verloren. Moment. Ja, Günni, ich muss aufpassen. Ja, ich hab Anhänger wieder dran. Das gute Oettinger muss ja mit. Manni, ich pass immer auf.
Oh, 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 Manni. Charlie, ziemlich glatteis hier. Wo ist denn eigentlich der Winterdienst? Ja, Günni, du. Sag mal, ich mir auch Manni, schon. Warum nenne ich dich gar nicht immer Günni? Ja, oh, Günni, bin ich gerade fast abgerutscht, bin ich da. Manni, oh. wo bin ich, Charlie? Warum wartest du nicht mal auf mir? Günni, ich bin 5 Meter weiter gefahren. Manni, ich weiß nicht, aber ich glaube, die Straßenräder waren keine so gute Idee. Oh, Günni! Manni! Sie ist richtig geiler LKW. Sag nicht immer meinen Namen, Manni. Günni, ich sag deinen Namen, wenn ich den will. Ich sag deinen Namen, wenn ich den will. Manni, war verheiratet, willst du meinen Namen heiraten? Ich heiße übrigens Günther Günni. Ich bin Manfred Manni. Ja, Manni. Oh, Manni, oh. Ja, ist richtig geiler LKW, Manni. Ich schau gerade, was hier noch für einer ist, Günni. Nee, Günni, hier ist ein scheiß LKW. Das ist nicht gut. Wollen wir bei dem hier bleiben, Günni? Nee, ich nehm den anderen. So, Manni, dann wollen wir mal. Wo ist die nächste Feuerwerkstatt? Wie, du willst bei Orange bleiben jetzt? Nein. Wo haben wir dann die nächste Werkstatt? Oh, hier gibt es gar keine andere Werkstatt mehr. Oh, aber hier gibt es doch einen anderen LKW. Dann setze ich mal einen Reparaturpunkt drauf. Oder mache ich schon mal alles fertig für Holz? Wobei, ich würde eher sagen, wir gucken, was das hier für LKW sind und hauen die Dinger weg, ne? Was hauen wir weg? Die Abdeckungen. Hä? Wir können auch einfach die nächste Werkstatt. Ach nee, es gibt ja keine Werkstatt. Richtig. Dann direkt mit einem Holzauflieger, also mit Ladefläche los. Willst du das schon? Ich meine, wäre noch ein geiler RA-LKW da, zum Beispiel die dünne Bertha. Ist das die dünne Bertha? Weiß ich nicht. Wieso kann ich den Tankanhänger hier nicht anbauen? C255, was haben wir hier? Ne, C255 ist wieder so ein orangener LKW. Wir könnten halt die Verdeckung in der Mitte, da bräuchte man nur von der rechten Werkstatt aus nach Süden folgen. Weißt du, was ich meine? Ja. Was nimmst du mit? Nimmst du Reparatur mit? Ich habe Holz jetzt theoretisch mitgenommen wollen, aber das werde ich jetzt wieder abbauen. Ja, ich würde Reparatur mitnehmen. Dann nehme ich Tank mit. Ich wollte zwar den großen Tankanhänger mitnehmen, aber der geht irgendwie nicht. Der Tankwagen. Ja, der geht auch nicht, schwitze mich. Ach so, wir retten uns zur rechten Tankstelle. Werkstatt. Lol. Zur östlichen. Oder fahren wir zur Stammausgabe Richtung? Warte, nicht so schnell, Mann. Wir können uns ja auch aufteilen. Warte mal, wo bin ich jetzt? Was mache ich hier? So, jetzt habe ich ihn drauf. So, Manni. Ja, wenn wir jetzt extra fahren, dann macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt Tank mitnehme. Ja, dann... Folge mir oder lass es. Moment. Ich nehme dann den Mehrzweckanhänger mit. Ich habe den Mehrzweckanhänger dabei. Ich jetzt auch. Also diesen, zumindest wo wir die 600 Reparaturpunkte sind, nämlich. Ich. Warte mal, hier war doch irgendwo Oh Leute, da oben ist Kraftstoff. Gut, da habe ich keinen Bock hinzufahren. Dann nehme ich nur Reparaturpunkte mit. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir kaputt gehen, ist höher. Als dass uns der Sprit ausgeht? Richtig.
Günni, mit dem Teil habe ich es damals auch gelernt. Schumani. Dann wollen wir mal Kette geben. Ja, schön. Da ist ein LKW. K706, den kenne ich nicht. Wo bist denn du eigentlich? Ich fahre. Manni, ich bin unterwegs. Wohin, das weiß ich selber nicht. Ich hab 113 Schaden, ich hab mich selber gegen Baum genagelt. Okay, das solltest du nicht machen, wenn Stecker mal das Oettinger. Ja, Manni, dies brauche ich aber gar kein Oettinger bei. Günni, was hast denn du sonst dabei, Günni? Krombacher. Och, Günni. Ja, ich hab mich mit der Pisse kannst du mir abgehen. Ich hab mich im LKW vertan, Manni. Nee, Günni. Günni, das ist der zweite Akt heute, wo ich es rauche, da könnte ich schon wieder die Freundschaft finden. Manni, was soll das denn heißen? Nee, Günni, das wirst du ganz genau. Ja, Manni, nee, Manni, nein. Wenn du mir mit Krombacher ankommst, dann komme ich dir ja, bald Manni, mit Booster anstatt Monster an. Ach nee, Manni, geh mal weg mit Booster, Manni. Ja, Günni. Booster, das ist doch... Oh, Manni, was ist denn das hier für ein AAW? Das ist ein anderer, ne? Leute, er ist richtig im Sack. Warte mal, welchen fahren wir? Typ C, so und so. Oh, aber das ist, glaube ich, der gute. Ich rette den mal in die Werkstatt und park den da erstmal ein bisschen mit Holz anfangen. Weil den würde ich dann, glaube ich, nehmen. Güni, ich habe die dicke Bär da gefunden. Echt? Nö. So, wo fahre ich jetzt mal hin? Manni, Günni, was hast du eigentlich für neue Später in Smartphone, so ein komisches Dreieck? Das ist ein Prisma, Günni. Ein Prisma. Günni, da kommt Regenbogen raus, nur als... Prisma oder Dreieck, das ist doch das gleiche, Manni. Ja, Günni, besser als ein komisch gefaktes Armer so zum oh, Pult. Oh nee, Manni! Oh. Na, was heißt denn gefaked? Ja, Günni. Manni! Ich glaube nicht, dass ich dir das noch erklären muss, Günni. Fake News!
Mann, ich hab ein Problem, ich steck fest. Och, König, ich dachte es gerade auch, aber ich hätte nur die Handbremse. Mann, ich bin umgefallen. König, ist das dein Ernst? Mann. Doch, König, wir müssen mal zusammen rumfahren. Ja, Mann, du pizst doch hier einfach so mir. Ja, Günni, ich bin aber auch produktiv dabei, Günni. Mann, was soll da, wie du damit sagen, dass ich nicht produktiv bin? Ja, Günni, wie viel hast du schon geleistet? Ich hab einen LKW gefunden, Mann. Ja, Günni. Ich hab schon zwei Verdeckungen weggemacht, Günni. Mann, ich treff die blöde Garage nicht. Günni. Hast du Mani. Dieses Kromberer auch noch hier surfen, oder was? Ja, Manni, aber jetzt steige ich um wieder auf Oettinger. Günni, das will ich helfen. Günni, deutsche Panzer rollen, Günni. Manni, das weiß ich doch, sobald du losfährst, sind die Panzer sowieso hier überall. Günni, ich meinte deine Frau. Na Manni, das weiß ich, da brauchst du mir nicht erzählen. Günni, die ist so fett, die ist neulich im Fahrstuhl stecken geblieben. Da musst du mal aufpassen langsam. Wie frisst du den Kühlschrank leer, Günni? Ja, Manni, nicht nur Titte. Nicht nur... Und die säuft dir noch das Oettinger weg, Günni. Ach, deswegen ist halt immer leer. Schon, Manni. Ich mach mich schon jetzt auch mal auf den Weg, nicht? Manni, du musst aufpassen auf die Baums, nicht? Günni, ist doch dunkel. Oh, Günni, jetzt habe ich mich verwarnt, glaube ich. Weiß, Junge. Oh, wobei es geht. Oh, dieser LKW ist ziemlich schlau. Im fünften Gang fährt er gefühlt 20 km/h. Günni, welchen fährst denn du? Den anderen komischen. Den aber du gefunden hast? Ja, richtig, aber der hat im Gelände mehr Power. Also ich war mit dem hier, mit dem bin ich super glücklich. Der kommt hier problemlos durchs Gelände, der ist besser als die dicke Bärte. Kannst du mir sagen, was du willst? Oh Manni. So, ich mach jetzt mal was Verrücktes. Günni, wenn du was Verrücktes machst, das ist schon dich ans Steuer zu setzen, verrückt. Ja, Manni. Ja, du weißt genau, was mit Torben passiert ist, als er mal gesagt hat, dass er was Verrücktes machen will. Ja, aber der ist ja in den Vulkan reingefahren, das würde ich schon nicht machen. Ja, Günni. Der hat gesagt, ich mache etwas Verrücktes, guck mal, stell mich mal da oben in die Mitte vom Berg und schwupp war weg. Ja, Günni, nicht? Ja, Manni. Oh, Günni, ich habe jetzt hier wieder so eine Seilpatine. Was ist für eine, was? Na, hier so ein Schlängel nach unten Ding. So ein Wirbelsturm. So mal hart, Günni. Wirbelsturmwind. Günni, so hieß dein Schiff mal. Was? So also heißt er doch bei Anno, dein Schiff genannt, Günni. Ach, Wirbelsturmwind. Ja, ich erinnere mich. Oh, Günni, ich auch. Au. Manni, das wird dunkel. Ich hab Angst im Dunkeln. Ja, Günni, mir geht's ja nicht anders. Digga, was ist das denn hier? Wer baut denn so was hier? Da wird einer schlecht.
hoch und da 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 hoch. König, hast du nicht genug? Oettinger und Trainer Robert. Hoch und da. Ja, Mann, aber das Oettinger können wir jetzt 3 Jahre nicht mehr trinken, denn. Oh, Günni, ich hab Riesenstein mit dir genommen, Günni. Oh, Manni. Hier ist ein Fluss, Günni, musst du aufpassen. Manni, ich pass immer auf, du weißt doch. Vorsicht ist mein zweiter Nachname. Nee, Günni, eigentlich nicht. Mal gucken, irgendwo hier, Günni. Oh, da vorne hier, ist es. Hier ist ein Berg, Manni. Ja, Günni, ich hab hier den Kraftstoff hier gefunden, Günni. Oh Gott, Günni. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, warum, Manni, du musst vor die Baums aufpassen, nicht? Manni, ich hier sind viel zu viele Bäume. Oh, Günni, hier ist eine Brücke. Wird jetzt wieder spannend. Ding richtig mitzunehmen, das ist eine große Brücke, Günni. Aber ich bin ja der Meister. Ich hab die gemeistert, habe ich die. Günni. Oh, 170 Schaden bekommen. Fuck. Wegen dem scheiß Schlagloch. Manni, was machst du denn? Oh, Günni, ich schließ auf zu dir. Ich weiß auch nicht, wo du rumpimmelst. Ich häng zwischen Bergfest, Manni. Günni, wie schlimm ist es? So, Andrea-Berg. Oh Gott, also hier ziemlich schlimm. Günni, ich hab mich ja total verfranst. Wo bin ich denn hier? Manni, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich komme ja nicht vorwärts, ich komme ja nicht rückwärts. Günni, wo bist du denn, Günni? Günni, du weißt, dass da ziemlich steil rumgeht. Manni, ich... Da. Manni, wieso haben wir eigentlich kein Kettensägen außer für unser Auto? Wie, das brauche ich mir auch schon lange. Okay, jetzt ist komplett endlich. Tag. So, Günni. Oh, oh, oh. B130. Manni! Günni, das ist er doch, oder? Wer? Roberta. Ich glaub nicht, aber ich komm nicht mehr raus hier. Schau, ich bin raus. Man hat da keinen Sinn, hier lang zu fahren. Nee, Günni, ist doch nicht die Bertha, das ist der blaue, ekelhafte. Na prima, Günni. Manni, warum sind im Wald so viele Bäume? Günni, das ist auch nicht, Günni. Oh Manni, da geht's aber ziemlich steil runter. Oh Günni, ich hab's dir gesagt, da kommst du nicht lang. Ja, pavalapap, ein Günni. Oh, Günni, kommt Günni, überall Günni. Oh. War gerade knapp, ich hatte ja 45 Grad Winkel, so, ich werde mich eben mal reparieren, Manni. Oder würde ich sagen, Chiranimova. Günni, das überlebst du nicht. Und ob ich... Das sage ich dir, wie es ist, Günni. Stopp! Oh, Manni! 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 Oh, oh, das ist ja doch ziemlich easy hier. Oh Gott! Hui, er fliegt wie ein Boot! Oh, Baum! Oh, hui! Oh, 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 oh! Oh, Manni, hast du den Abgang gesehen? Manni, das hättest du sehen müssen, das war absolut filmreif. Günni, hier haben sie...
Günni, das ist noch viel schlimmer, wenn hier gefällte Bäume sind, Günni. Du kommst hier einen Scheiß durch, Günni. Manni. Ich glaube, ich habe mich aufgebockt. Da ist Baumstimme, Alter. Manni, was soll denn das, Alter? So alt bin ich schon noch hier auch nicht. Günni, hier sind überall Baumstümpfe. Du kommst hier kaum durch und das ja, macht dich... Manni, die muss schon mitnehmen, wenn ich hier unser Geschäft. Damit verdienen wir unser Brot. Baumstümpfe, meine ich, Junge. So, ich habe alles aufgedeckt. Sehr schön. Hast du noch ein LKW gefunden? Nee. Also ja, diesen B130 Old, aber ansonsten nicht. Oh, das ist ja, den brauchen wir eigentlich nicht. So, dann rette ich mich, hol Holz, fahr runter zum Ziel. Wir haben nur eins. Haben wir nur ein Ziel? Ja. Mit was fährst du? Langholz? Nein, wobei eigentlich reicht, wenn wir beide mit Mittelholz fahren. Ja, ich fahr Mittelholz. Bei Mittelholz macht, glaube ich, 4 Punkte, ne? Wagenanhänger war das, ne? Ja, genau. Du kannst auch einen Mittelholzanhänger ranhängen. Nee, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Günni, willst du den fahren? Ja, ich will das Apparillo mal testen. Günni, der ist nicht so gut, glaub mir. Oh Leute, ich hab die Sattelkuppe noch dran. Nein, ich will die Ladefläche. Wie viele Holzpunkte kannst du tragen? 4, ne? Ja. Gut. Manni, ich mach mich auch auf. Wollen wir ein kleines Wettrennen machen? Günni, ich hab einen Frühstart hingelegt. Ja, Manni, das ist kein Problem. Ich hol dich ein, Manni. Ich komme nur mit dem Navi nicht zurecht. So, gib Kette, den Money, den holen wir doch rein, das wäre doch hier Nacht. Dann schuldet er mir 5 Pfennigstück und 5 irgendwas. Lol, ich habe schon 355 Schaden gekriegt. Günni, du kannst nichts verwetten, was nicht mehr dir gehört. Oh Manni, jetzt aber. Ich musste. Ach nö. Manni, ich bin bei der falschen Werkstatt. Lol. What? Was passiert hier? Hat sich dein Anhänger gerade durch die Kante geschmissen? Ja. Ja, war der meine bei mir vorhin auch. Und der hat einen LKW quasi als John Cena mäßig auf die Seite gelegt. Nice. Ne, bei mir auch eben, als ich den Tankanhänger dran hatte, hatte ich auch plötzlich, hatte der plötzlich das Bedürfnis. Oh, der eine LKW liegt jetzt auf der Seite, aber nicht gut. Lass ihn. LKW müde, LKW schlafen. Ich würde mir mal so ein bisschen mehr so Customizing wünschen, dass man auch so andere Hupen anbauen kann. Falscher Mann, je größer die. Hörst du mich hupen eigentlich? Ja. Lol. Je größer die Hupen, desto mehr hast du zu packen, war mal die. Was? Könnte ich, was ist denn für ein Spruch? Ja. Mann, der LKW ist tatsächlich nicht so geil.
Genau, ich wollte sie ja nicht sorgen. Genie, haben sie aber ganz schön Kahlschlag gemacht. Kriegt man fast ein schlechtes Gewissen bei. Oh, Manni. Aber wächst ja noch, nicht? Denk dran, dieses ist das letzte Jahr, um die Erderwärmung zu verhindern. Mehr Jahre haben wir nicht, Manni. Ach, Genie, das ist doch schon ein geschriebenes Buch. Da kannst du nur noch die letzten Seiten rausreißen. Ja, Manni. Ich kann ja aber noch nicht mal lesen. Na siehst du, das können die meisten Politiker auch nicht. Deswegen sehen sie es ja auch nicht ein. Aber mir ist das völlig egal inzwischen. So. Und im Internet surfen können sie auch nicht, Manni. Komisch, mit dem Werkstattanhänger hat er sich aber besser verhalten. Lag das an den Reifen? Oh Manni, hier sind ganz viele Baumstämme. Manni, wo bist du eigentlich? Hin hier, Gönni. Wo bist du? Noch hier hin hier. Versuch gerade Holz aufzuladen. Oh, du kennst ja diese... Bring dir dein Fahrzeug in Position, Manni. Ja, richtig. Frisch ist. Ablei. Manni, da wurde ich gerade von meinem eigenen Anhänger überholt. Manni, ich bin auch da. Da, wie er Ossi zu sorgen pflegt. Okay, das war keine gute Idee, hier lang zu fahren. Manni, ich steck fest. Günni, das ist ja ein Scheiß, ey. Oh, ich hab's geschafft. Siehst du, Manni, ich hab ja gesagt, ich hol dich ein. Warum stimmt die hier? Da musst du echt aufpassen. Steck fest. So Manni, ich hab drauf alles. Wo ist jetzt das Ziel? Oh, Günni, ich komme hier schon gar nicht mehr weiter. Ja, das Ziel ist easy zu erreichen. Dachte ich nur, wo man lang. Ja, doch.
Manni. Ja, Kenny. Zieh mich nicht um, Manni. Natürlich nicht, keine Sorge. Ja, Manni, du hast dich am Anhänger fest. Ja, ich komme das nicht raus. Ich sehe leider nicht. Das ist alles gut gegangen. Danke dir. Bist du noch dran? Nee. Schon, Manni. Ja, Kini, jetzt hör auf Sülze saugen. So. Ich sag so oft so, wie das mir passt, Manni. Papa macht das so. Over. Ich weiß ja nicht, wo du lang fährst, ich fähr hier lang. Oh Manni, ich weiß nicht, wo ich lang fahre. Ich hab da eine Route im Navi eingelegt und die werde ich folgen. Genau, mach das mal. Wehe, du folgst mir. Ja, dann drücke ich auf den Endfolgen-Button, Manni. Gönni, so machen wir's. Ich weiß, wenn ich von du lang fährst, aber ich fahr hier lang. Nur mach das mal, Gönni. Dann sehen wir erst mal durch. Tüdelü, Manni. Mach's gut, Gönni. Oh, nicht gut. Hier geht das leichte Schräglage. Baumstümpfe, Manni. Wo man hinguckt, nur Baumstümpfe. Woher bin ich doch nicht hingefahren, Mann? Ne, du kommst von hier, wo ich herkomme. Ne, ich komme nicht aus dem Ausland. Genie. Manni. Was soll der denn heißen? Gini, das Problem ist hier nur, das ist ja eine Riesensteigung, Gini, die man hier übernehmen muss. Schieße, Manni, ich sag doch, fahr da lang, wo ich lang fahre, aber nein, du willst ja nicht. Oh, ich steck fest, Manni. Okay, das haut mich ja fast um. Scheiße, Junge, ich komme hier nicht hoch. Ich glaube, der Punkt geht an dich, Günni. Oh Mann, noch bin ich nicht da. Aber ich habe einen Scheißweg genommen, Günni. Und ich habe einen Scheiß-LKW genommen, Manni. Na super, jetzt habe ich keinen Windungspunkt hier. So, der Manni ist jetzt wieder on Tour. Vergüni aber noch nicht, Manni. Manni, oh, Güni, oh, oh, oh Gott, ich hab beinahe umgekippt. Wenn dort jemand sieht, wie ich hier am Fahren bin, er von links nach quer, von rechts nach unten, oh, von Güni. Unten nach links. Oh Gott, war richtig knapp. Ich bin gerade beinahe umgekippt. Oh Manni. Kann ich umkippen, nicht? Nee, Günni, hatte ich nicht vor. Nicht absichtlich zumindest. Vor allen Dingen nicht stehen bleiben. Ich bin stehen geblieben und steckst du fest. Ernsthaft, wie ist das denn hier kein Windungspunkt? Günni, wir müssen ja nur Sachen von A nach B bringen, Günni. Ja, richtig. Mehr ist es ja nicht, Günni. Manni, ich hab mich ins Ausmanövriert.
Okay, das ist aber nicht gut. Genie, weißt du, was ich mich schon immer frage? Da werde ich ja so ein bisschen biblisch, da müsste ich mich jetzt mal entschuldigen, aber wer ist denn so vor uns quasi der Erschaffer von diesen ganzen Wegen? Wer ist denn uns vor hier so lang gefahren? Oh Mann, der weiß ich auch nicht, das müssten ja viele LKWs sein. Mal so noch wie der Match und alles aussieht, nicht? Ja. Das ist jetzt die Schöpferfrage. Wer hat diese Wege gemacht, Genie? Wer war zuerst, der Turm oder der LKW? Nee, der Weg oder der LKW? Ich glaube ja der LKW, Genie. Oh Manni, was war denn zuerst, das Auto oder das Rad? Das Rad, Genie. Ich das Auto. Ja, ziemlich sicher, Genie. Ich dachte, so eine Autowerkstatt hat das Rad erfunden, als sie gemerkt haben, oh, da muss da was dran ans Auto. Stimmt auch, oder, Genie? Siehste, Manni. So, Manni, Günni, nee, wie heiß ich noch gleich? Günni. Günni ist wieder on Tour, Manni. Ja, der Manni drückt sich hier gerade, der Günni. Nein, wer bin ich nochmal? Der Manni. Der Manni drückt sich Manni, hier gerade durch den Dreck. Manni, wieso kannst du dir deinen Namen nicht merken? Günni, weil ich schon das fünfte Oettinger quer drin habe. Quer? Das tut doch weh, oder? Ja, nee, ich trinke dir ja immer direkt, weißt du, ich mach dir an der Seite auf. Manni. Den guten Dosen. Das kannte ich doch ja nicht von dir. Ja, nein, Günni, die Dosen, die mache ich seitlich auf. Ach, die Dosen, die sind ja noch breiter, Manni. Günni, okay, Günni. Manni. Manni, ich hab Probleme, ich hab glaube ich gleich keinen Sprit mehr, du. Oh, Günni, da gebe ich dir recht. Wird auch knapp bei mir. Wenn ich keinen Sprit hab, dann muss ich einen Tankwagen kommen lassen. Oh, aber ich sehe gerade, ich bin in der Nähe von der Werkstatt. Nee, bin ich nicht, das ist ein Wohnhaus, oder? Willi? Manni! Ich sehe ja auch ein Wohnhaus. Ach, Günni, bei mir ist es aber die Werkstatt. Ja, richtig, ich bin auch. Manni, wir sind in derselben Werkstatt, Nähe. Bist du schon da, Günni? Nee, ich hab mich wieder festgefahren. Der Weg, den ich hingenommen hab, war auch nicht so gut. Alter, was ist das hier für eine Steigung? Wer baut denn so eine Wiege? Hat man da noch Töne, dann müsste man sich beschweren. Manni, ich denk gerade, ich komme gerade mit den Knöpfen durch. Ich drück gerade WASD alles gleichzeitig, Manni. Weil ich eigentlich nur nach links lenken will. Und F drücke ich dabei auch wegen der Winde, Mann. F, Günni. Den Knopf habe ich gar nicht. Mann, du fährst doch mit dem Joystick. Richtig, Günni. Warte mal, ist das hier zufällig schon die Werkstatt? Ja, aber da komme ich dahin, wenn ich hier durchs Gebüsch fahre. Manni, ich versuche jetzt mal was Waghalsiges. Vielleicht klappt das nicht. Ich mach jetzt mal was Verrücktes. Ich nehme jetzt eine Abkürzung. Die noch steiler ist als der normale Weg. Genie, aber du weißt, was Hans-Georg passiert ist, als er gemeint hat, er nimmt eine Abkürzung, Genie. Oh, der ist ja den Vulkan runtergefallen. Nee, das war der Torben, Günni. Nee, der ist reingefallen. Der Hans-Georg ist runtergefallen. Was ist denn der Unterschied, Günni? Ja, das beides Dummheit. Ich habe noch einen Unterschied, wenn ich noch gleich Zusammenhang gesucht, Günni. Oh Mann, hier liegt ein LKW auf der Seite. Was mir passiert? Ja, Günni, da bin ich gerade dran vorbei. Schon, Manni. Von wegen, der Punkt geht ja mich. Schau, jetzt mache ich mal die Straßenräder dran.
denn jetzt geht's auf die Straße. Erstmal muss ich hier umdrehen, kleines Rondell fahren. Ach nö, jetzt habe ich mich beim Umdrehen festgefahren. So, Manni, ich bin wieder auf Kurs. Doch, König! Manni! Pass auf, wenn du bei der Serpentine die Kurve nicht gleich kriegst, König. Wenn du da lang fährst, diese Schlängelkurve nach oben, Günni. Oh ja, Manni, der LKW geht gerade ab, der springt wie ein Auto. Ich glaube, ich hätte gleich von Anfang an die Straßenräder nehmen sollen. Die sind, glaube ich, besser als die Standardräder. Manni, du musst aufpassen, wenn der Anhänger dich überholt, ne? Das ist nicht gut. Oh, Günni, ich komme in die Serpentine nicht hoch. Die was? Kannst du auch mal Deutsch sprechen? Günni, die Kurve hier. Oh, geschafft, Günni. Don't drink and drive. Oh, Manni! Manni, da wurde Günni kurz schlecht. Vielleicht schaffst du es besser als ich. Oh Mann, hier auf der Straße hat man da, glaube ich, mehr Power. Power ist nicht das Problem, Günni. Oh, der Wendekreis. Der hat einen Wendekreis für den LKW, Mann. Das ist das Problem, Günni. Und wenn du einen Rückwärtsgang reinmachst, macht das Ding auch bei einem Rückwärtsgang rein. Stopp! Da habe ich jetzt gerade meinen Anhänger mit dem LKW überholt. Ja, genau. So, Manni, ich bin wieder auf Kurs. Ja, ich brauche noch eine Weile. Manni, was, wer baut so eine Straßen hier? Ja, Günni. Weißt du, wir hätten mal die Straßen machen planen sollen. Nee, Günni, hätten wir nicht. So. Günni. Ich werde hier mal kurz zum Dreirädrigen. Moin, Günni. Manni, gib doch Gas. Ja, Entschuldigung. Ich weiß schon nicht, was du hier so für Probleme hast. Siehst du, in allen Rutsch rumgekommen, Manni. Du bist ein bisschen kürzer, glaube ich, Günni. Was soll das denn heißen, Manni? Ich bin kürzer. Manni! Schiebung! Schiebung! Ich häng fest! Ich komm nicht mehr raus aus dir! Günni! Ja, Manni, das höre ich öfter! Also! So, Manni, jetzt mach dich mal weg! Günni, es geht nicht! Oh, jetzt so! Sehr gut! Ja, den Unsichtbarkeitsknopf gedrückt! Show Manni. Oh, Günni. Günni, hol dir mal sowas wie Ping, Alter. Was soll ich mir holen? Ping. Hab ich doch von. Ja, weil du gerade einfach direkt in meine Motorhause reingeklatscht bist. Motorhause? Ja, Manni, siehst du, der Punkt geht an mich. Du hast recht, Manni.
Tja, Manni, du hast zwar besseren LKW im Gelände. Oh, Moment, ich muss hier kurz eine Abkürzung nehmen, Manni. Manni, alles geplant, alles. Oh. Ich weiß, was das Problem ist. Manni! Ich habe mir den Weg nicht markiert. Manni, weißt du, was das Problem ist? Mit dem LKW bin ich vorbei, aber mit dem Anhänger gehe ich jetzt fest. Freiheit. Manni, kannst du mal die Straßenlaterne hier fällen? Ich komme nicht mehr weg, Manni. Güdi. Manni. Ich hab gewonnen. Nee, Schiebung. Jetzt krieg ich deine doppelte Pfennig und alles. Mit unfairen Mitteln hast du hier gespielt, Manni. Güdi, wieso unfaire Mittel? Manni, ich steck eine Lampe fest. Soll ich dir helfen, Günni? Ja. Ach, Manni, ich bin draußen, Manni. Brauchst mir nicht mehr helfen. Ja, ich bin wieder auf der Straße. Ja, oh. Schön, Güni. Leer fährt er sich so viel schneller, ne? Das ist der Hammer. Und meiner fährt sich voll auch schnell. Oh, Manni! Güni! Manni, Pulation hier! Güni! Güdi, du musst aufpassen, wo du hinfährst. Du warst eindeutig auf meiner Seite, Manni. Güdi, ich war auf der rechten. Manni, hier ist aber Linksverkehr. Wie, Güdi, seit wann das denn? Güdi, ich hab einen Gang rausgemacht. Manni, ich hab eine Dashcam. Güdi, ich hab auch eine, ich hab zwei. Damit man 3D gucken kann. Ich hab eine 360-Grad-Dashcam, Manni. Davon habe ich zwei auf jeder Rundumleuchte, Güdi. Und ich hab drei Rundumleuchten, Günni. Alter, Manni, ich bin am Ziel vorbei gefahren. Moin, Günni. Jo, nimm mich mit. Oh, nein. Oh, das war knapp. Günni. Manni, ich muss drehen hier. Ja, Günni, ich geh ja schon. Du hast auch einen Wendekreis, Günni. Wie ein LKW, Manni. Wie ein LKW, Günni. Wendekreis wie ein LKW. Oh, Scheiße. Da kommt ein wilder LKW zwischen den Bäumen. Schon, Manni. Oh, Stein. Wie ein... Oh. Günni. Manni, mach dich weg, der. Oh, ich kann und... Jawoll! So, Günni. Wollte ich noch gemacht haben. Hey, Manni! Komm hier, Günni, ich helfe dir. Danke, Manni. Geh den, Günni. Manni, ich hab mehr Power als du. Günni, ich zeig dir gleich, wie viel Power ich hab. Oh, hier ist ein Baum. Ich bin kaputt, Manni.
Andi, warum hast du eigentlich die Kranstütze dabei? Ginny, ich habe immer eine Kranstütze dabei, Ginny. So, Ginny, kommst du hier nicht mehr? Oh, jetzt hat er ein App gekoppelt. Tja, Manni, Lifehack. Guck mal, Manni, wir haben eine Stunde gebraucht. Mann! Ginny! Manni! Oh. Ich, jetzt bin ich kaputt. Hit Feuerhand, perfekt, 22 Uhr. Manni, das guck mal, ist ich ja. Zeug dir mal einen Trick. Ich zeug dir mal einen Trick. So, was machen wir? Feuerabend? Ja. Gut, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Hauen Sie rein, Tüdelü, Ende. Ende.